Ja, die Situation ist momentan so, wir haben hier im Grenzgebiet Passau täglich rund 700 Flüchtlinge. Das heißt für die Kolleginnen und Kollegen hier bei der Polizeiinspektion Fahndung natürlich Höchstarbeit. Die gehen also täglich an oder teilweise auch über ihre Belastbarkeitsgrenze. Die gehen ihrer gewohnten Arbeit teilweise nicht mehr nach. Das heißt, die waren Schleierfahnder oder sind Schleierfahnder, haben sich ein Auto geschnappt in der Früh, sind rausgefahren und haben versucht, irgendwelche Drogenkuriere, gefälschte Dokumente oder auch gestohlene Fahrzeuge sicherzustellen. Momentan ist es so, die fahren raus und machen Jagd auf Schleuser und transportieren Flüchtlinge hierher, wo dann die humanitäre Erstversorgung gewährleistet wird.